Diego! Hallo meine Freunde der Ampelmännchen und willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate mit dem Candyman, dem Sir Evenbro und dem Drachenburschen. Richtig, das bin ich. Und wir haben uns hier schön aufgestellt, weil wir gedacht haben, wir wollen mal nach Berlin fahren und das Ampelmännchen machen. Und ich finde, wir haben das echt gut hinbekommen mit den Rüstungen, oder? Ja, sie sieht nicht schlecht aus, ne? Ja, nur die mittlere Rüstung, der Candy musste sich nochmal umziehen gehen jetzt, weil die... Ach Quatsch, der geht so mit. Der geht so mit, ja. Die ist nicht ganz unsere Stärke, die Rüstung, weil ich habe hier die... Brachidius-Rüstung, die normale Brachidius-Rüstung. Sir Evenbro hat die schon G-Rank. Ich kann ja mal den Verteidigungsunterschied zwischen mir und Candy zeigen. Also Candy liegt bei 65, ich liege bei 580. Sollte man sich überlegen, da nochmal zu wechseln. Eventuell ja. Also Candy, auf geht's. Umziehen. Gefordert habe ich schon, ne? Ja, gefordert haben wir alle. Gefordert haben wir alle. Du solltest auch nochmal die Dings annehmen, die Quest, weil du kannst als einziger die Quest annehmen, die uns jetzt blüht. Den Genmoran, ein gefährliches Monster, den wir auch schon ein paar Mal besiegt haben, aber wir sind auch schon ein paar Mal gescheitert, also es kann durchaus sein, dass wir uns... Jetzt muss ich mal wissen, wo die nochmal war, das ist echt... ...mehr als einmal anstrengen müssen. Auf jeden Fall ist es eine richtig coole Quest und auch eine wahrscheinlich der coolsten Quest, die es im Spiel gibt. Ja, ist so. Und auf jeden Fall auch eine der abwechslungsreichsten Quests, weil sie wirklich was komplett anderes ist im Vergleich zu den anderen Quests, die einem sonst zu blühen hier. So, ich muss erstmal die Quest annehmen. Jetzt kann ich hier nicht blind vorausrennen. Ach, Quatsch. Also ich kann schon, aber es ist... ist es da warm? Sollte man da noch Kaltgetränke mitnehmen? Nee, brauchst du nicht. Ich nehme trotzdem hier mit. So. Aber ich sollte noch mal ein paar Tränke mitnehmen. Das ist schon wieder top geplant hier, wie ich sehe. Ja. Ich war so von meiner Rüstung geblendet. Ach so, ja. So erotisch, deine Rüstung. Ja, bei Rot und so, verstehst du? So rot und erotisch. Genau, wir sind mittlerweile übrigens auch G-Rank, deswegen haben wir auch diese orangen Namen über unseren Charakter stehen. Genau, das ist schon sehr cool auf jeden Fall. Dann kann es eigentlich auch gleich losgehen. Müsst ihr euch noch ganz kurz gedulden und dann sind wir auch bereit, in eine neue Quest zu starten. Ein neues Abenteuer zu beginnen. Eins fehlt noch, und zwar der Candyman, der sich die Quests annimmt. Korrektes Deutsch. I want Candy. Candy. I want Candy. Candy, mein Süßer, jetzt komm. Er möge sich doch hinbequemen. So. So, dann können wir auch anfangen. Alle sind bereit. Das war eine der coolsten Quests überhaupt. Ich finde dieses... Ever. Also diese Intro ist schon immer extrem geil bei der Quest. Da sieht man ja immer noch so ein Intro vorher und das ist schon... Hat was auf jeden Fall. Hä? Das gefällt mir, was? Was hat dieses Herz zu bedeuten gehabt? Ja, ich meine, wusste jetzt nicht, was du meintest mit vorher das Intro sehen und so. Ach so, ja, das ist ja vor dem Part läuft ja immer das Intro. Ja, das meinst du gut. Ach so, ja. Ah, den Ballistenbinder gibt's hier auch. Munition für eine schwere Armbrust. Ach ja, genau. Nimmst du den? Den wollte ich ja nicht mitnehmen, aber jetzt kannst du ihn auch mitnehmen. Nee, ich bin damit nicht fertig, nimm du den. Das ja, kann ich nicht, ich kann nicht mehr zurück. Ja, ich auch nicht. Hier gibt's auf jeden Fall... Da ist das Viech, das ist echt gigantisch. Schaut so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Nashorn und Krokodil. Hier gibt's natürlich wieder Ballistenmunition, die wir auf das Viech feuern können. Deswegen lohnt sich's auch auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ballistenmunition einzusammeln. Auf der anderen Seite steht dann noch die Kanone. Ja gut, ich kann mir jetzt mal den Ballistenbinder holen. Ja. Weil ich aus Versehen in die Wüste reingesprungen bin. Ich wollte sagen, du bist unter die Räder gekommen, aber das Ding hat ja nicht mehr Räder. Das fährt ja irgendwie auf dem Sand. Aber die Idee ist einfach cool, also ich liebe diese Quest auch, die ist einfach richtig cool. Hinten gibt es auch noch Kanonen, mit denen kann man auch noch auf das Viech feuern. Jetzt finde ich aber ordentlich was an Ballistenmunition hier, das ist echt nicht schlecht. Man kann auch auf das Viech drauf in dem Modus, also wenn das Viech nah genug rankommt, können wir rüberspringen und das werden wir natürlich auch machen. Wenn sich uns die Gelegenheit dafür bietet. Ich würde übrigens raten, sich hier hinzuhocken und dann den Kram zu sammeln, weil man dadurch dann ein bisschen Zeit spart. Ach was, ich bück mich gerne. Das ist gut für die Knie und so. Ja, und für den Rücken. Richtig, er lässt schon wieder Steine regnen, es steht bei mir die ganze Zeit schon da, das Ballista auf maximal ist, ich suche trotzdem weiter.
Kommen wir schon rüber? Nee, wir kommen noch nicht rüber. Nee, noch nicht. Oh, oh, was kommt jetzt? Rammen. Rammen? Okay, nicht gut. Nee, wir hätten jetzt eigentlich ihm sagen sollen, nein, Jen! Wir hätten auf das Ding hauen sollen, oder? Genau. Aber egal, machen wir beim nächsten Mal, wenn er das nochmal versucht. Ja, weil wenn das Schiff kaputt ist, haben wir nämlich verloren. Aber das ist, wird später noch eine entscheidendere Rolle spielen. Nein, Kenny, man kommt immer noch nicht rüber. Dafür kann man hier auf jeden Fall nochmal die Kanonenkugeln präsentieren. Erst wenn er ziemlich weit vorne ist. Ach so, okay. Ungefähr jetzt. Ja, so haben wir es geschafft, rüber zu springen. Ich komme auch gleich hinterher. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet. Und ich falle. Toll. Gute Reise. Ich hab mich gleich wieder runtergeschubst. Netter Kerl. Wie kann er nur? So, ich habe mich auch gleich wieder rüber begeben. Hier ist auch cool, hier kann man nämlich Zeug abbauen an ihm. Das gibt's sonst. Ja doch, es gibt auch bei anderen Monstern, aber. Okay. Aber mich hat er wieder zurück aufs Boot geschmissen, wenigstens. Eigentlich sehr sozial von ihm. Mich hat er nicht in den Sand geschmissen, sondern aufs Boot. Ja. Nett. Hat dich halt lieber als mich. Ja, ich weiß es nicht. Oder er wollte mich extra loswerden. Keine Ahnung. Au! Meine Kanonenmunition ist zerbrochen. Das hat sich dann leider auch negativ auf meine Gesundheit ausgewirkt. So, man kann ihm zwei Stellen am Rücken kaputt machen. Da hämmern Candy mich jetzt auch gerade ein bisschen drauf. Auf eine der beiden Stellen. Ich leiste euch mal ein bisschen Gesellschaft. Okay, ich stehe wieder auf ihm drauf. Ich habe es irgendwie geschafft, wieder auf ihm zu landen. Keine Ahnung wie. Das Klüger ist erst vorne kaputt zu machen oder erst hinten. Ach, ich gehe hier noch ein bisschen Erz abhauen. Das ist auf jeden Fall immer gut. Zumindest für meine Blutfähigkeit, für meine Kiste, damit sie wieder gefüllt wird. Kann man nochmal auf die andere Seite rübergehen, damit ich den Rest auch noch abbauen kann. Habt ihr ihn schon durchschlagen oder? Nee, noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Nichts gefunden. Hau ich auf das Ding drauf und finde noch nicht mal was. Schon wieder nichts gefunden. Wollt ihr mich verarschen? Dreimal nichts gefunden. Sag mal, wie viel Pech kann man haben? Oh, apropos viel Pech haben. Ich bin da mal weg. Ja, ich bin durch und durch gefallen, wie das auch mal passiert ist. Ja, ich WTF. Auch. Ich bin auch durch und durch gefallen. Oh, wir sind alle drei. Sieht aber sehr cool aus, wenn wir hier so gemeinsam uns versuchen, wieder an Bord zu schwingen. Wurde bei mir auch höchste Eisenbahn, also viel Lebensenergie habe ich nicht mehr. So, jetzt ist gleich wieder hier Ruhe, angenehm hier drinne. Jetzt kannst du dir auch den Binder holen, bevor du wieder raus... Ah, hast du schon. Ach, du bist schon mal... Ah, stimmt, du bist am Anfang schon mal runtergefallen. Außerdem runtergesprungen. Das ist noch schlauer. Ich habe jetzt mal... Ich wollte es doch besser umformen, damit du besser wegkommst, aber du hast es wieder zunichte gemacht. Tja, so. Am besten, genau, man holt sich jetzt so eine Kugel. Ich warte aber lieber, dass ich ihm... Achso. Ich muss mal meine Ballistenmunition ein bisschen verballern. Ich hab vergessen, dass er ja erst das hier macht. Ja, ich hab schon wieder drüber geschossen über ihn. Das war nicht so grandios. Immerhin nur einen Schuss verschossen. Ja, jetzt. Da schieße ich halt woanders drauf. Schon wieder drüber geschossen. Ach, Mann. Holt ihr euch mal so eine Kanonenkugel am besten. Okay. Ich will ihm gleich mal den Gong in die Ohren hauen. Okay. Oder eher gesagt, um die Ohren hauen. Also warten. Ich warte. Auf welcher Seite kommt er raus? Ja, auf dieser ist schon richtig. Ist richtig. Achtung, fertig. Oh nein, scheiße! Was war denn das, bitteschön? Ja, die sind kaputt gegangen. Ja. Unschön. Toll. Gut. Ich versuche ihn jetzt mal festzubinden. Ich weiß leider nicht, wie man die Munition hier wechselt. Das ist ganz dämlich. Auf jeden Fall schießen. Habe ich es geschafft, ihm noch eine Kanonenkugel reinzujagen. Also, alles gut soweit. Au. Das größte Problem kommt das eigentlich... Das war der Binder? Das größte Problem ist eigentlich später erst, wenn man gegen ihn kämpft. Da muss man nämlich das Boot beschützen und wenn das Boot zerstört wird, dann hat man verloren automatisch. Deswegen ist der Teil hier jetzt noch nicht so entscheidend eigentlich. Da geht es nur darum, ihm möglichst viel Schaden zu machen, damit man dann später besser ihn besiegen kann oder ihn vertreiben kann. Aber das werdet ihr dann noch schon... Das werdet ihr dann noch sehen. So, ich treffe ihn dann nochmal. Ne, da treffe ich ihn auf keinen Fall. Egal. Das war leider drüber. Naja, der Wille zählt. Für den König! Nein! Wie gemein, er springt genau in dem Moment nach oben, in dem ich auf ihn springe, ey. Frechheit. Mistviech. Gemeines Mistviech. Au. Aua, der macht unser Boot ganz schön kaputt. Der schießt aber momentan viel mit diesen blöden Steinen. Der trifft, ich weiß gar nicht, zählt das auch schon zum Bootschaden dazu dann? Ja. Verdammt, das heißt, unser Boot ist schon ganz schön geschwächt worden.
Leider. Das ist nicht gut. Das wird uns den nächsten Teil, der uns noch vorher steht, nicht leichter machen. Nee, auf gar keinen Fall. Der nächste Teil ist sowieso der schwerere Teil. Aua. So, das war die erste Stelle, die man ihm am Rücken kaputt machen kann. Bist du noch drauf bei ihm? Ja. Okay, gut. Ich versuche mal mit McKenny zusammen ein bisschen in sein Gesicht zu feuern. Und das war die zweite Stelle? Nee, war sie nicht. Ach gut, aber es hat ihn geärgert, das ist das Wichtigste. Oh, ich habe keine Muni mehr. Dann sollte ich mir nochmal ein bisschen Munition holen. Ah, ich kann mir auch wieder Ballistenmunition holen, das ist gut. Ich werde hier gerade ein bisschen verwöhnt mit Ballistenmunition. Holen wir jetzt mal 5 Stück oder so. Bei dir läuft es ganz gut mit dem Zerhauen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Da ist die zweite Stelle kaputt. Ja, man hat es in seinen Augen förmlich gesehen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Doch, kann ich schon noch. So, mal schauen. Ich gehe mal lieber wieder runter, weil wenn ich jetzt hier wieder runterfalle, ist einfach zu viel Zeit. Verluste! Er hat das Ding extra hochgetan, damit du besser hier rüberkommst. Ja, ich glaube auch. Ah, aber da trifft man ihn einige Male hier. So oft haben wir, glaube ich, sonst nicht ihren Kopf getroffen mit der Balliste. Jetzt habe ich schon wieder keine Munition. Unmöglich. Schauen wir mal, ob wir noch eine Kanonenkugel für mich übrig. Ja. Kriegt auch noch eine Kanonenkugel. Wie nett, wie nett. Oh, genau. Genau getroffen, das ist schön. So mag ich das. Vielleicht nochmal andere Munition reinhauen in ihn. Ah. Das ist nicht gong, so schön. Gong, 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 aber ich kann nicht, ich habe die Kugel. Ja. Ich war auf dem Weg, aber war schon zu spät. Ja. Der zerlegt echt unser komplettes Schiff hier. Das wird echt schwer nachher. Mhm. Aber dafür haben wir ihn auch schon am Gesicht ziemlich oft getroffen. Also es wird ein spannender Kampf nachher auf jeden Fall. Das definitiv. Wo alles offen ist. Ah, Ballistenbinder ist einsatzbereit. Dann lass will ich durch, mal ihn wieder Viech binden. Au. Nein. Daneben geschossen. Einen Ballistenbinder, sie zu binden. Nein, ich kann keine Kanonenkugeln mehr schießen. Hä? Hm? Was? Warum hat der jetzt irgendwas gelootet? WTF? Wo gelootet? Strange. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja das Problem. Ich habe hier auf jeden Fall die volle, die komplette Rüstung mittlerweile vom Bachidius und kann deswegen auch hier. Hä, wieso? Ich habe Schleimmunition und er taucht ab. Tja. Kann deswegen Schleimmunition verschießen, weil ich auch die Waffe vom Bachidius habe. Auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Wie ich finde. So, jetzt wird er gleich vorne auftauchen. Das heißt, der Drachenspeer muss gleich zum Einsatz kommen. Ja. Mittlerweile wissen wir, dass das funktioniert. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der schießt jetzt wieder ein paar Steine hier drauf. Okay, das heißt ausweichen. Ja, genau. Kann ich mir noch ein paar... Nee, ich kann mir gar nichts mehr suchen hier. Ich kann jetzt nur noch so auf ihn drauf feuern. Ach, geht aber weg, ihr Viecher. Verschwindet von unserem Boot. So. Ich glaube, ich weiß auch noch das Timing. Mal gucken. Okay. Hier kann man immer Titanic spielen, hier oben. Wenn man das möchte. Finde ich sehr, sieht sehr cool aus. So, mal gucken, ob ich das Timing wirklich noch kenne. Dem Monster trotzen. Okay, er sieht furchterregend aus. Aber, okay, ich hau ab. Das ist mir zu gefährlich. Ja, wow. Er kam mir dann doch etwas zu nahe. Liegt da oben rum? Geier oder so? Nein, schaut ein bisschen aus wie ein Geier. So, ich glaube, ich hole mir noch mal eine Kugel. Gib ihm die Kugel. Nee, gib ihm die Kugel. Ich wusste, was kommt. Auf solche Anspielungen bin ich programmiert. Ja, anscheinend. Oh, jetzt, wo kommt denn der jetzt raus? Da ist er. Da ist er, okay. Achtung, fertig und boom. Ich geh mal auf ihn drauf wieder. Ja, obwohl es sich nicht mehr lohnt, weil die Stellen schon kaputt sind. Nein! Oh. Aua! Ich wollte eigentlich auf seinen Kopf gehen und dann seinen Kopf zerstören. Also auf seinen Kopf schießen, weil ich glaube, das macht mehr Schaden. Okay, mehr Schaden, als wenn man hier nur auf seine Rüstung schießt. So, neuer Versuch, neues Glück. Ich kann auch nochmal looten hier. Das lassen wir mal lieber. Na, nicht schon wieder. Der schmeißt mich halt immer runter. Was ist mit dem los? Er will nicht, dass du auf ihm drauf bist. Ja, das verstehe ich gar nicht. Ich finde es cool. Spielverderber. Zum zweiten Mal hat er mich jetzt schon runtergeschmissen. Vielleicht muss ich über die andere Seite rübergehen. Vielleicht bringt das mehr Glück. Ah. Ja. Okay, noch bin ich drauf. Noch kann ich mich halten. Wir wechseln mal wieder zur Schleimmunition, weil die am meisten Schaden macht. Die ist wirklich stark.
Und dann schauen wir mal, dass wir hier möglichst auch was treffen. So, mal anvisieren. So, nein, anvisieren. Ah, nein. Oh, das war knapp. Dachte schon, er schmeißt mich runter. Toll. Ja, so. Mich auch. Vom Boot aber. Ach so, vom Boot. Hat er dich vom Boot runtergeschmissen? Netter Typ. Kann er dich vom Boot runtergeschmissen? Der hat Steine auf mich geschmissen und dann bin ich runtergefallen. Achso, ich wusste gar nicht, dass es geht, dass man halt vom Boot runterschmeißen kann. Wie man sieht schon. Das ist auch immer so ein Doppelschuss, wenn ich die mit der Schleimmunition schieße. Das ist sehr cool. Also ich drücke nur einmal drauf, aber er schießt automatisch zweimal. Also es zählt auch als, zwar nur als ein Schuss, ist aber eigentlich ein Doppelschuss. Sehr, sehr, sehr geil. Und hier sollte es ihm auch einigermaßen wehtun. Jedenfalls hoffe ich das. So meine eigene Monster Hunter Theorie stelle ich hier gerade. Aua. Jetzt bin ich weit geflogen. Ich bin sogar vorm Boot gelandet. Kann man noch auf ihn draufhüpfen? Ich hoffe. Warum? Weil ich ihm was auf den Rücken setzen will. Na, natürlich kann man nicht mehr auf ihn draufhüpfen. Was wolltest du ihm auf den Rücken setzen? Eine simple Fassbombe. Ach so, hast du noch Fassbomben dabei? Ja, die habe ich gerade aus der Truhe geholt. Ach, da war eine Fassbombe drin? Ja. Das ist vielleicht gar nicht so wenig sinnvoll. Sinnlos. Ach, du weißt, wie ich es meine. Ja. Ja, jetzt. Gar nicht so wenig sinnvoll. Es ist sinnvoll auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt gleich fängt die zweite Phase an. Okay. Hier habe ich übrigens noch einen tollen neuen Befehl. Hier, möge die Macht mit dir sein, ja. Mit euch sein. Ja. Soll ich öfters mal bringen? Doch, doch. Die Macht soll mit euch sein. Verdammt. Ich habe ja noch erste Hilfe-Arznei, die hätte ich schon mal viel früher verwenden sollen. Ist eigentlich schön hier unten, muss ich sagen. Also ich meine nur so allgemein. Evro ist aber angeschlagen. Da muss ich, glaube ich, doch mal wieder rausschauen und schauen, was hier ohne mich passiert an Dingen. Ja, er hat sich gerade aufs Boot geworfen. Das war nicht so gut. Der letzte Showdown beginnt. Jetzt kommt der wahre schwere Teil eigentlich. Ja. Der Teil nämlich, an dem wir ihn von dieses Viech da vorne von diesem Boot hier fernhalten müssen. Und da müssen wir wirklich alles tun, um ihn fernzuhalten. Sonst ist das ganz schlecht. Aber immerhin können wir Munition sammeln. Man kann ihn übrigens auch besiegen in der Phase hier oder verjagen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Also wenn die Zeit abgelaufen ist, dann haut er von alleine ab, oder? Ja, kommt drauf an, wie viel Schaden man ihm gemacht hat. Okay. Achso, das ist dann... Weil ich weiß zumindest. Echt? Also man kann dann auch verlieren, wenn die Zeit abgelaufen ist und das Boot noch steht? Ja, ich glaube schon. Okay. Also, ich weiß es aber nicht genau. Also kann auch sein, dass er immer abhaut. Okay. Also auf jeden Fall müssen wir ihn verjagen oder töten. Wir haben es auch schon geschafft, ihn umzubringen. Glaubt man gar nicht, dass wir so ein fettes Viech davon besiegen können. Aber immerhin hast du vorhin mit dem Speer getroffen. Das war sehr wichtig, glaube ich. Ja. Weil das kann man hier jetzt ja nochmal wiederholen, wenn richtig. Er nah genug ist. Was man eigentlich gar nicht will, aber wenn er halt so nah ist, dann versucht man das halt. Ja, weil wenn er nah ist, dann ist er im Bootsreichweite und dann kann das Boot auch ganz schnell kaputt gehen und das ist alles andere als gut. Oh, wir schmeißen es wieder mit Steinen, aber er trifft zum Glück noch nicht. Doch, er trifft. Er trifft? Oh, ärgerlich. Feuer auch mal. Also schießt immer gleich ganz hoch. Also mich hat er nicht getroffen. Au! Mhm. Warum bin ich wohl weggesprungen? Keine Ahnung. Ich hab nicht den. Aber das. Ich hab nicht den geringsten Plan. Aber wenn er da hinten rum mal raged, dann ist es eigentlich ganz gut. Ja, kann er Candy ein bisschen bei Trab. Bei Laune halten. Genau, und außerdem ist er dann beschäftigt. Auf Trab halten. Auf Trab. Wir treffen auch hier seinen Kopf, also es sollte ihm auch ordentlich eigentlich ganz passablen Schaden zurichten. So. Feuer! Haha. Richtig schön getroffen wieder. Kann man seine Hörner. Vielleicht kriege ich es noch hin, seine Hörnchen zu zerstören. Ich wollte sagen, seine Hörner kann man ja auch beschädigen. Na, kommt langsam nah. Finde ich nicht gut. Nee. Zu nah. So. Ja, aber ich werde gleich mal versuchen, den Drachensperr in ihn reinzujagen, wenn er nah genug ist. Was gleich der Fall ist. Er ist kein so nah, er ist nur zu nah. Gut, wird auch nicht besser. So. Ein Schritt hier noch, dann will ich mir mal zutrauen, ihm das Ding hier reinzuhauen. Komm, 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 komm. Ein bisschen näher noch. Gut. Ja, jetzt rage er erstmal rum. Ah, ich mache ihm mal eine Kanonenkugel rein. Oh, oh. Baumfeld. Oh oh. Das war unser Schiff. Oder? Nee, war kurz davor, glaube ich. Ich weiß nicht, schwer zu sagen. So, komm, mach noch einen Schritt. Da kann er keinen Schritt mehr machen, aber eigentlich doch, oder? Ich weiß es nicht genau.
Nein! Ich traue mich, die jetzt einzusetzen, weil dann können wir sie nicht nochmal einsetzen. Nee, nee, dann warte lieber noch kurz. Verdammt, 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 verdammt. Auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf. Nicht wieder schreien, bitte nicht wieder schreien. Ich will meine Kanonenmuni endlich mal nicht abfeuern. Jawohl. Hat geklappt. Oh nein, warte. Ich probier's. Der ja, sollte getroffen haben, und zwar richtig. Ja, wir haben ihn verjagt. Ah nee, die Musik kommt. Nee. Das denkst du jedes Mal. Ja, halt, ich denke jedes Mal, diese Siegesmusik kommt, dann haben wir es geschafft. Aber das ist hier leider nicht der Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja, aber er darf trotzdem das Schiff nicht kaputt machen. Oh, das Horn ist kaputt. Das ist auch gut. Ja. Echt? War das... Kann mich gar nicht mehr erinnern. Wann kommt diese Musik eigentlich? Da sind wir uns auch noch nicht so ganz einig, oder? Doch, wenn man den Drachenspeer ihn reingejagt hat. Okay. Also es scheint wirklich etwas Wichtiges zu sein, dieser Drachenspeer. Was? Ja, macht halt viel Schaden, ne? Ja. Au. Ja, wenn man da schon gleich die Siegesmusik bekommt, muss es ja gleich fast schon den sicheren Sieg bedeuten, wenn man damit trifft. Ja, oder auch nicht, weil er ja schön gerne auch mal hier das Boot kaputt macht. Unangenehme Angriff. Ich würde mal sagen, wir betätigen mal den Gong. Ja, ich kann gerade nicht. Grad. Okay, so ich betätige. Soll ich den. Okay, ja, bitte, ja, bitte, 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 bitte. Jawohl. Ja, das war ein perfekter Zeitpunkt, weil er jetzt auf die Seite fällt. Ich habe nämlich genau. Kann man nämlich, wenn man möchte, in seinem Mund looten oder hauen. Looten? Ja. Er will schon hauen, wenn er looten kann. Nein, ich will da rein. Aber das ist ja cool. Das habe ich auch noch, das haben wir noch nie geschafft, dass wir in seinem Mund drin waren. Bekomme ich denn Moranschuppe plus? Ja. Vielleicht sollte ich doch lieber schießen. Ich glaube, es ist. Wow, das macht Schaden. Bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Mich bringt's fast um. So, nochmal einen schönen Megatrank reinhauen. Nein, 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 nicht unser schönes Schiff. Schöner Megatrank, nicht schönes Schiff. Da hast du irgendwas verwechselt. Das müssen wir aber echt mal hier wegbekommen, sonst. Ja, sonst sieht's bitter aus. Sonst macht unser Schiff kaputt. Ich stehe im Schatten des Gen Moran, da gefällt es mir gar nicht gut. Nein, 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 nein! Ich hasse das. Oh, das tut immer in der Seele weh, ne? Ja, ja. Kein schönes Gefühl. Der muss sich mal hier wieder verziehen, ey. Ja, wir haben gerade nicht wirklich viel. Aber was ich mal machen könnte, was mir gerade einfällt, der Ballistbinder funktioniert hier ja auch. Ach so, ja. Oh, bitte nicht kaputt machen! Boah, es ist immer so ein Gefühl, so gleich ist es zu Ende, weil wir verloren haben. Ja, ja, das ist... oh nein, ich verrecke auch gerade. Ich wollte gerade, schon wieder wegen der Kanonenkugel. Ich erwische jedes Mal, wenn ich die Kanonenkugel in der Hand habe. Oh nein, 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 ich kann den Binder nicht einsetzen, weil ich noch Munition habe. Scheiße. Aber du hast ihm irgendwie wehgetan, oder? Den letzten Angriff konnte er nicht wirklich machen. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwas hat ihn davon abgehalten. Schwer zu sagen. Er ist auf jeden Fall auch nochmal zurückgewichen, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ich habe auch nochmal ein bisschen Munition hier, Ballistenmunition. Und ein bisschen Panik macht sich trotzdem in mir breit. Das macht sich hier in dieser Mission. Es gibt keine Mission, wo sich die Panik so breit macht wie hier. So, Ballistenbinder. Okay, Candy hat, glaube ich, vorhin auch irgendwas kaputt gemacht, weil irgendwas. Es hat sich jedenfalls so angehört. Als ob. Wahrscheinlich sein Füßchen. Ja, das kann gut sein. Mal, dass ich ein paar Maultreffer landen kann. Ja, Maul ist da, soweit ich weiß, am empfindlichsten. Okay, ja, ich würde... Immerhin habe ich sein Horn getroffen. Oh, schön, ist ja wieder was kaputt gemacht. Genau, dein anderes Fötchen ist kaputt. So, jetzt weicht auch zurück. Ja, das ist sehr gut. Zurückweichen ist hier das Wichtigste. Ja, hoffen wir, dass gleich auch nochmal der Gong einsatzbereit ist, damit wir ihn nochmal auf Abstand halten können. Das wäre sehr wichtig, ja. Aber steht er eh nur da, das ist gut. Kann er ruhig stehen bleiben, so. Ah. Oh, jetzt macht er wieder seine komischen... Ja. Au. Ich hab sogar gewusst, dass sie kommen und schaff's trotzdem nicht auszuweichen. Eigentlich ein Armutszeugnis. Ja, perfekt. Das heißt, wenn er nächstes Mal uns angreift, können wir ihn auch wieder verjagen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus momentan. Ich glaube, ich greife ihn auch mal ein bisschen an. Nur rumstehen ist ja auch doof. Mann. Oh ja. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, habe ich das Gefühl. Lass mich doch mal da weg, sonst bin ich gleich tot. Er greift mich jetzt fast hier kontinuierlich an, der Arsch. Was fällt ihm denn ein?
Angeblich will er, am Ende will er noch verhindern, dass wir ihn besiegen. Aber der kann einen auch rutschen. Oh Mann, Jagdgong, bitte. Kenny ist beim Jagdgong? Ja, okay. Ich hab grad Munition in der Hand. Mhm. Ja, Jagdgong, Jagdgong. Ja, ich hab Jagdgong gemacht, war aber leider zu früh noch. Hat ihn nicht umgehauen. Aber ich hab nur, ich hab nur die Panik gehört. Ach, da musste ich einfach, da konnte ich nicht anders. Ja, war richtig, also hätte ich auch so gemacht. Okay, ich war zu weit weg. Na gut. Also man kann es natürlich abpassen, wenn er gerade auf seinen Hinterbeinchen ist, dann fällt er halt um, wenn er den Jagdgong hört, aber... Ja, das ist ja eigentlich auch das Effektivste wahrscheinlich. Ja, komm jetzt. Jawohl, wir haben ihn besiegt! Jawohl! So, schnell zu ihm hin, damit wir ihn auch einigermaßen gut looten können. Ja, erstmal die Stelle wieder finden. Ja, ja, einmal am Kopf und einmal am Hals. Ich weiß nicht, ob man ihn hinten auch looten kann. Ich würde es nicht raten. Ich bin wohl völlig falsch schon wieder. Ich bin noch nicht mal bei ihm. So, aber Candy ist auch nicht viel weiter. Kopf und Hals. Ja. Es gibt hier nämlich, den kann man auch an vielen Stellen looten. Aber da muss man natürlich die Stellen erstmal erreichen. Zum Beispiel hier in der Luft ist eine gute Stelle. So Luft, zwischen Luft und Sand irgendwo. Das ist perfekt. Da findet man oft Reißzähne plus, ja. Denkt man gar nicht so im ersten Moment, aber ist tatsächlich so, ja. Und Schuppe Plus liegt auch oft im Sand verborgen. Dicht gefolgt ist diese Schuppe Plus dann von einem Rückenpanzer, also von einem Genmoran Rückenpanzer. Ich habe nichts mehr zum Suchen. Ah, hier finde ich wieder was. Wieder Rückenpanzer. Ah, findet man schon ordentlich was. Ja. Hinten konnte ich jetzt nicht mal gucken, ob man da auch noch was looten kann. Nee, kein Schimmer. Kein Schimmer, nee. Ist aber egal, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Ja, er hat unser Boot nicht zerstört. Oh. Ja, aber es war knapp, weil er uns am Anfang, glaube ich, unserem Boot ziemlich viel Schaden gemacht hat. Oh, das Abschlussbild sieht sehr cool aus bei mir. Ja, das ist schon nicht schlecht. Eine Empfehlung kriegen wir dafür sogar, eine Auszeichnung für Tapferkeit. Sie zu sammeln, könnte sich auszahlen. Tja, ich hoffe mal im Baren Zenis. So, Erddrachenstein kriegen wir auch noch, eines der härtesten Genmoran-Materialien. Und das will etwas heißen. Naja. Und Drachenältestenblut, das ist auch relativ selten, braucht man auch für bestimmte Rüstungen. Zum Beispiel für die Rüstung vom Ciadeus brauchten wir das. Moran-Rückenpanzer. Haben wir auch noch. Rostscherbe. Und Munzprezartknochen. Einer meiner absoluten Lieblingsgegenstände in diesem Spiel. Außerdem noch ein Blutjahr für Juwelen, Lapis, sonst was. Juwel, Moran-Schuppe und Schiene. Plus jeweils. So. Schauen wir mal, ob ich hier was Tolles bekommen habe. Ja, eine rostige Lanze. Die ja, brauchst du. Lanzenrost ist keine Geschlechtskrankheit. nee, die packen wir, die brauchen wir auf keinen Fall. Blocken hoch und Flammen ausweichen, -6 ist beides irgendwie auch nicht so das Wahre. Das heißt, wir verkaufen das Zeug, kriegen dafür nochmal 1400, was sich sogar eigentlich lohnt. Insgesamt haben wir 6666 bekommen, das heißt, wir sind dem Teufel sehr nahe und können diese Quest dann hiermit auch abschließen. So, wieder zurück in unser Dorf kehren. In den Hafen Tansia. Ja. In den Hafen zurückschiffen. Nein, nicht so in den Hafen schiffen. Ja, genau. In den Hafen schiffen. In den Hafen schiffen. Oh, hier sind meine Ampelmännchen wieder. So. Ja. Na, jetzt kriegst du wieder nicht hin, mich zu positionieren. Ich sehe schon, das ist schon wieder Katastrophe. So. Ach. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir drei Ampelmänner auf Monsterhunter-Jagd gehen, also auf Monsterjagd gehen, wir sind ja nicht Monsterhunter. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und möge der Genmoran mit euch sein. Servus. Bye bye. Tschö. Au revoir.